So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Ihr seht auch schon, ich bin jetzt doch schon Level 30. Also es geht recht zügig voran, auch wenn sich, sagt schon, der Modus Gruppenkeile ein wenig geändert hat. Aber man muss halt ein bisschen flexibler jetzt sein, wenn man halt die Aufgaben machen wird. Das werden wir wahrscheinlich heute Mittag erleben. Aber darum soll es ja diesmal nicht gehen, sondern wir gucken uns den Job an und da ist zurück. Richtig, der Muskelkater ist zurück. Das komplette Paket kostet mich nur noch 1,5, weil ich die Musik schon habe. Ich weiß halt jetzt nicht genau, wie viel es bei euch kostet. Auf jeden Fall das komplette Paket deutlich günstiger als alles einzeln zu kaufen. Dann bekommen wir natürlich den Cartoon Muskelkater dazu, das passende Rückenaccessoire, die Pickaxe, der Kleider, dann das Emote, was zum Skin gehört. Plus aber auch direkt noch die Lobbymusik. Also kann man eigentlich echt nicht meckern. Wie gesagt, hier ist nochmal alles einzeln zu kaufen. 1400 der Skin, 800 die Pickaxe und die Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zwei, ich glaube aber 200, weil sie ist ja grün. Müsste einfach dann mal gerade selber gucken. So, des Weiteren ist An. Wie heißt die? Antea. Antea. Ist wieder zurück. Auch ein Cartoon-Skin quasi. Zumindest mal die eine Variante. Aber sage ich ganz ehrlich, gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Dann natürlich noch das passende Rückenaccessoire dabei. Ah, ich sage aber, die Comic-Skins an sich gefallen mir halt einfach nicht. Ist irgendwie nicht mein Geschmack in dem Spiel. Und dann Moro auch wieder zurück. Natürlich auch in beiden Varianten. Einmal die Comic-Variante und einmal die normale Variante. Aber hier ist die Besonderheit, dass halt noch die Pickaxe dabei ist. Also die sieht schon nice aus, aber denkt da auch daran, habt ihr zwei Varianten. Und wenn ihr euch irgendwas im Shop kaufen wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne unterstützen. Einfach meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyEgg. Vergesst auf dem Video kein Like da zu lassen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, natürlich gerne Abo raushauen. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Kleider für 800 V-Bucks. Selbst der hat zwei Stile, also immer die normale Stilart und die Comic-Variante. Ja, er zeigt sie mir gerade nicht. Sonst wechselt er immer. So sieht die Comic-Variante aus. Und dann haben wir noch die Tarnung dazu. Ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist halt nicht mein Geschmack. Dann N'Jier ist auch wieder zurück. Mit zwei verschiedenen Stilen. Einmal der normale, einmal, ich sage jetzt einfach mal, der Avatar-Skin. Dann einmal mit Brille oder Kopf. Ja, Kopfbedeckung ist auch nicht mit Maske. Ist auch ein schöner Skin, finde ich eigentlich. Sieht man eigentlich auch viel zu selten irgendwo. Und vielleicht strecken die 1,6 bisschen ab, aber man bekommt halt noch eine Pickaxe dabei und natürlich das passende Rückenaccessoire. So, dann was haben wir noch zurück? Dann die Spielzeugtrooper. Einer oder alle? Ne, nur die weibliche Variante. Einmal in grün, einmal in. Hä? Ach, eigentlich soll es grau sein. Und in rot. Kostet auch nur 800 V-Bucks, also da kann man echt nicht meckern. Dann noch die männliche Variante davon, natürlich auch in allen drei Stilfarben erhältlich. Und ebenfalls dabei die Tarnung dazu. Boah, sieht man auch nicht mehr so oft, würde ich sagen. Ich glaube, der Skin ist auch schon in Vergessenheit geraten. Dann wieder zurück ist der Sumpfmann. Lange, lange nicht mehr da gewesen. Den gibt es ja in vier verschiedenen Varianten. Aber da bleibe ich dabei, hat mir damals noch nicht gefallen. Diesmal auch nicht. Ist zwar ein lustiger Skin, um Gottes Willen, obwohl von hinten sieht. Ja, von hinten sieht er wieder nice aus, ne? So, dann einfach einhändig. Ah, da musste ich noch glatt niesen. Dann der Kommandoskin, ebenfalls wieder zurück. Dann Elektroswing. Die Luftgitarre. Ah ja. Und Staub von den Schultern. So, das war's dann eigentlich schon. Dann halt wieder Deathstroke-Paket, Zero-Paket, Harley Quinn-Paket. Wir wissen es ja inzwischen, Flash-Paket, Black Manta. Dann Catwoman, ganz normal, also die Standardvariante, die Batman-Geschichte. Beastie Boy-Paket ebenfalls noch da. Batman Zero-Paket noch da. Catwoman Zero.
auch noch da, plus das 16-Euro-Paket und letzte Lacher-Paket. Ich denke mal, die Sachen bleiben so lange drin, bis die Comic-Geschichte durch ist, weil ich glaube, da müssten noch zwei Stück jetzt kommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dann müssen wir einfach mal abwarten, bis da auch mal wieder was Neues passiert. Und dann würde ich mich natürlich bedanken an alle, die jetzt so lange dabei waren. Und in dem Sinne euch noch einen schönen Donnerstag. Denkt dran, heute fangen die neuen Aufgaben an und haut rein.